Servus und hallo, willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Ja, seit der vergangenen Folge ist ein wenig Zeit vergangen. Ich habe meine Zauber aufgelevelt, habe bei dem Jungen alle Waffen auf Max-Stufe gebracht, zumindest das, was geht. Ja, ihr seht es hier: Rocky 7, Vesuvius 7, Lunatic 7, Laterna 7. Elektra 7, Froster 7. Das gleiche ist bei der Dame hier. Rocky 7, Vesuvius 7, Lunatic 7, Nocturne 7, Froster und Elektra auch 7. So, dann zu meinen Waffen. Hier. Ihr seht, Max-Stufe höher geht im Moment nicht bei keinen von den Waffen. Ich hatte eigentlich überlegt, bei den Mädels, bei den Damen auch die Waffen hoch zu powern, aber das hat zu lange gedauert und ich weiß nicht, also da ich meistens eben mit den Zaubern von denen angreife, naja, also genau, Level sind wir Level 39 jetzt, müssten glaube ich alle Level 39 sein, wenn ich mich nicht irre. Yo, ich glaube die Dingens auch, ja, und hier waren wir ja letztes Mal nicht durchgekommen. Dadurch, dass wir jetzt Lunatic haben und das Ganze. Okay. Was auch immer. Ich habe, glaube ich, ein bisschen gefällt. Naja. Wir gehen einfach mal und gucken. Gucken uns das ganze Spielchen mal an. So. Guck mal, da ist auch schon Victor. Nighty, du bist hier? Ich habe dich kaum erkannt. Was ist hier los? Ah, nun, ein Spion des Imperiums ist im Schloss. Der König. Was? Ein Spion des des Imperiums ist im Schloss. Der König ist in Gefahr. So rum. Mein Gott. Ja. Dann wollen wir ihnen mal vielleicht folgen oder so? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir gucken mal. Irgendwas wird das schon werden hier. Ja. Hier sind wir auch schon mal fast richtig. So, nämlich, hier ist ein schöner Geheimgang. So. Nee. Hallo? Ah, da. Aber hier ist noch gar keiner. Na, sowas. Da bin ich wahrscheinlich zu früh. Kann das sein? So. Okay. Hier ist dann wohl der Thronsaal, würde ich meinen. Hoffen wir. Schauen wir mal. Moin. Wer seid ihr? Wachen! Hier sind die Spione. Nein, das ist ein... Klappe. In Fracht mit ihnen. Halt, das ist nicht der König. Mist. Als König hätte ich dieses Reich ohne Probleme zerstören können. Na, aber na gut. Es geht auch anders. Ach, und wie? What's up? Du wirst für mich den König beseitigen. Glaube ich nicht. Okay. Boss? Oder was? Okay. Why not? Boss. Mehr oder weniger. Zwischenboss, würde ich sagen. Schauen wir mal, was es an Schaden macht. What the? Wirklich? Ist das dein Ernst, oder was? Warum ist den aufwachen? Oh, wo bin ich? Was ist geschehen? Ja. Ja, das... ja. Oh, wo bin ich? Was ist geschehen? Ja. Toll. Instant-Tot, was? Natürlich. Gut gemacht. Eure Majestät, der Mana-Retter hat den Spion besiegt. Wie konnte das nur geschehen? Oh, ohne dich wären wir alle verloren gewesen. Du bist wirklich ein Held. Ach ja. Darf ich dir das geben? Sehr gerne. Oh, ein Schwertorb. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nehme ich doch mit direkt. Ein Schwertorb. Gut, nimm mal. Nimm mal, kein Problem. Alles gut. Scusi, scusi. So. Ich weiß echt nicht, also... Normalerweise sollte da ein Händler
Jetzt steht der Händler zum Beispiel da. Seht ihr? Das ist so. So ein fliegender Händler. Da kriegt man ein paar Sachen, die wir. Oh ja. Genau. Nämlich das hier. So, ein paar bisschen Honig einsacken hier. Haben wir hier schon. Ja, oh, schon alles. So. Wow. Wirklich? Ach, 1000 Goldmünzen. Seriously. Standardsachen, glaube ich. 2, 3. Und dann gucken wir mal. Vielleicht ist sie ja besser als die wir jetzt haben gerade. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Rüstung. Ups. Ja, doch. Ist wesentlich besser als die wir haben. Das da und dann das hier. Und dann können wir eigentlich die ganzen Sachen auch hier verkaufen, die wir dann noch übrig haben. So. Eben mal eben hier das Elfendiadem verkaufen hier. Sonst irgendwas, was wir noch verkaufen müssen. Jo. Vom Level haben wir hier die komischen Schlangenketten bekommen. So. Na, wir kaufen noch mal ganz kurz eben. 2. Und da haben wir nicht mehr genug Geld. Ich schau mal. Sind die denn besser als unsere? Ja, sind sie. Ich denke mal, ich werde ihr. Ja. Doch. Ich werde ihr dann. Bitte. Den Feuerring geben. Und dann haben wir wieder 2 Sachen zu verkaufen. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht reichen wird. Ja, die geben nur 500. Ja. Also, das dauert dann noch ein bisschen. Aber wir kriegen ja garantiert noch Kohle. Nein. Ich möchte nichts mehr kaufen. Das war's dann erstmal. Auf Wiedersehen. Jawohl. Wir gehen wieder zurück. Wenn ich den Weg ja wieder rausfinde. So. Ach, du warst da drin, weißt du? Dann. Naja. Oh, und hier haben wir direkt, glaube ich, Bertie. Wenn ich mich nicht. Nee. Was? Warum ist da ein Zeichen von Bertie drauf? Okay, egal. Nicht so wichtig. Können, glaube ich, eh nicht die Waffe verbessern, weil wir zu wenig Geld haben. Aber naja. So, wir gehen weiter. Ja, wenn ich dann hier rauskomme, wäre alles gut. So. Wir rufen Lufti. Und checken uns mal ab. Was hier so. Upgate. So, das war die Insel, wo wir gerade gewesen sind. Wir werden dann noch mal gucken. Wo wir. Alles hier? Ich weiß gerade gar nicht, ich bin gerade verwirrt. Ja. Ja, ist gut, komm. So, und dann können wir direkt erstmal hier ein bisschen aufräumen. Nicht wirklich, okay. Eine Traumtulpe ab, wie immer. Wie eigentlich jedes Mal irgendwie. Das ist so zum Kotzen. So, ich muss meine Weggefährten nochmal umstellen. 6, genau. Und dann bitte relativ offensiv, ja. Gleich machen wir mit dem Mädel. 6. Und wieso bekommen wir schon wieder eine Traumtulpe ab? Weißt du, das ist so zum Kotzen einfach nur.
Diese scheiß Traumtulpen hier, ey. Mein Gott noch. So. Zack. Zack. Lass mich in Ruhe. Geht weg. Ich mag euch nicht. Verpisst euch einfach nur. Kommt weg. Direkt hier. Was ist das denn bitte, Mann? Es ist so zum Kotzen, dass wir direkt einfach wieder bewusstlos werden von diesen scheiß Viechern. Es müsste mal so eine Rüstung geben, wo... Ja, natürlich! Why not? Ja, es ist so... So logisch einfach nur, klar. Naja. Also, wir müssen wieder auf den Berg raufklettern. Was eine Qual werden wird, das kann ich jetzt schon mal sagen. So, vor allem wenn man hier andauernd mit den... Es ist sowas von nervig einfach nur. Und es ist auch noch Level 5, es ist einfach so... Natürlich, natürlich machst du direkt Energie so, war du blödes Vieh. Geh kaputt jetzt, komm. Verschwind einfach nur. Mann, 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 ey. Ich muss mal eben hier einen anderen Waffe wählen, das ist... Kotzen einfach. Ja, Gülleküken. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft. Du bist dabei. Ich hab doch hier. Ist es denn wahr? Dankeschön. Du kannst mir mal gestohlen bleiben, du Drecksvieh. So, dankeschön. So, würdest du dann mal bitte hier hochkommen, Mädel? Diese KI ist super toll. Habe ich schon mal gesagt, ich glaube eher nicht so. So. Ja, ja. Don't you dare do that to me. Don't you dare do that to me. So. Tschö, Traumtulpe. Komisches Vieh. So. Die sind mir eigentlich scheiß relativ scheißegal. Die nervigsten Viecher sind einfach diese. Komm, wir können jetzt weiterlaufen. Du brauchst da nicht rumzustehen, bis wir die. Komm, wir gehen jetzt mal hier rein. Ja. So, Moment. Würdest du. Hallo. Moin. Verschwindet, der Meister ist nicht da. Nicht schon wieder. Meister Luna ist nach Tasnika gegangen. Das Land ist westlich von hier. Mich verarschen. Ist dein Ernst? Don't you dare do that to me. Ist dein Ernst, halt? Ich war doch gerade eben in Tasnika. Verarschen? Westlich von hier. Okay, dann fliegen wir westlich von hier. So. Das wäre dann da. So. Da reden wir dann hin. Ja. Da sind wir auch. Aber wir waren doch gerade hier schon. Das ist doch... Ja, Festung von Tasnika. Da waren wir doch gerade eben. Und haben doch die Dämonenretter getötet. Oder habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Sagen wir nicht, wir hätten mit Victor. Ich weiß gar nicht, war Victor überhaupt im Dingens drin? Oder mal einfach nur mit dem König nochmal reden müssen? Und der, ich meine, wir haben ja mit ihm geredet, der hat uns ja was gegeben. Gucken wir mal.
Ah ja, Victor, okay, den haben wir noch nicht angeredet wahrscheinlich. Du hast viel gelernt in letzter Zeit. Doch die größte Prüfung steht dir noch bevor. Das Imperium scheint kurz davor zu sein, die Mana-Festung zu reaktivieren. Ich werde versuchen, es aufzuhalten. Besuche jetzt den Seher Luna. Er wird dir den wahren Mut, lernen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da waren wir doch gerade verdammt mit meinem Genau. Es funktioniert hier nicht. Wieso? Hätten wir mal eben nicht mitreden können. Na gut, Leute. Das ist aber die Zeit. Das ist die ganze Zeit, die ich für diese Episode habe hier gerade. Für die Folge. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ich dann wieder mal bei dem Herren bin, der da oben auf diesem komischen Berg sitzt. Ich hoffe, ich werde nicht allzu viel fehlen. Also, wir sehen uns. Bis gleich. Bye, bye.